Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem zweiten Stand der Dinge. Heute anlässlich des Veröffentlichens der ersten 10 Videos in meinem YouTube-Kanal. Heute Morgen habe ich den Link ein paar Freunden gemeldet. Einige hatten sich schon zurückgemeldet und hatten ihre Freude zum Ausdruck gebracht über den Kanal und haben auch versprochen, ihn weiter publik zu machen. Ich will die Gelegenheit sozusagen zur Taufe des Kanals heute, zur Veröffentlichung des Kanals heute, ein paar grundsätzliche Infos zu geben zur Gestaltung des Kanals, zu den Gründen, warum ich es genau so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Vielleicht zuallererst zur Arbeitsweise. Für die einzelnen Videos lese ich nicht alles nochmal neu, was ich mir im Laufe der Jahre so angelesen hatte, was ich an Büchern und Informationen erworben habe, sondern das Hauptaugenmerk des Kanals ist es ja, die Verknüpfungen herzustellen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas in der Zeitung lese oder im Fernsehen sehe oder aber in einem aktuellen Buch auf einen interessanten Sachverhalt stoße, dann versuche ich, Verknüpfungen herzustellen zu anderen Bereichen, zu aktuellen Bereichen, zu aktuellen Themen, um so dann eben ein Netz zu knüpfen aus Zusammenhängen und Abhängigkeiten und Kausalitäten und Verknüpfungen, wie gesagt, von geschichtlichen Zusammenhängen, von Ideen und Begriffen. Also zum Beispiel bei den Mogulen, die letzten beiden Videos, da habe ich nun aktuell einige Kleinigkeiten wieder nachgelesen, habe mich auch noch mal auf Wikipedia kundig gemacht und flechte dann eben das ein, was ich aus meiner Lektüre noch weiß. Da kommt es natürlich auch zu Fehlern und zu Ungenauigkeiten. Zum Beispiel, als ich dann so erzählte über den Aufstand in Indien gegen die britische Herrschaft, da erzählte ich ja, dass die mit Fett eingeriebenen Patronen der Gewehre die einheimischen Soldaten derartig ekelten, dass die das zum Auslöser genommen haben für einen Aufstand gegen die Briten. Und ich habe damals gesagt, das sei Schweinefett gewesen. Aber ich bin mir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so sicher, ob es nicht Rinderfett war. Also solche Kleinigkeiten, solche Ungenauigkeiten, die passieren, weil ich mich nicht für jedes Video in der Weise vorbereiten kann, dass ich sozusagen alles nochmal wiederhole, aktualisiere, mir nochmal vergegenwärtige, was ich in der Vergangenheit darüber gelesen habe. Und so können eben Fehler entstehen. Zum Beispiel in dem Video, ich glaube, es war über Herzensbildung und da Max Weber, da habe ich gesprochen an einer Stelle vom Kaiser von Preußen. Ich meine, das ist natürlich Unsinn. Es ist der König von Preußen und Kaiser wurde der König von Preußen und später erst in Bezug auf das Deutsche Reich. Das sind solche Sachen, die ich leider nicht vermeiden kann. Und ich habe auch keine Zeit, solche Sachen zu korrigieren oder nochmal neu aufzunehmen oder gegebenenfalls einen Text einblenden mit irgendwie Fehler, falsche Bezeichnung, richtige Bezeichnung, so und so. Abgesehen davon, dass ich das gar nicht hinkriegen würde zum jetzigen Stand meiner Kenntnis über YouTube, habe ich dazu einfach keine Zeit. Schließlich habe ich einen Job und muss Geld verdienen und mache das Ganze hier nur so nebenher. Und auch das nebenher Betreiben des Videokanals kostet viel Zeit. Ich muss die Bilder raussuchen, ich muss konzeptionieren, ich muss mir Stichworte aufschreiben, ich muss etwas recherchieren und dann muss ich mir die Lizenzen raussuchen für die Bilder und YouTube-Videos. Und das ist natürlich alles sehr zeitaufwendig, sodass keine Zeit bleibt, Flüchtigkeitsfehler oder Fehler mangelnder Recherche auszugleichen. Umgekehrt ist es natürlich auch so, das Ganze ist hier natürlich auch keine Scharlatanerie.
Also es hat schon handfesten Hintergrund, auch wenn ich mir jetzt zu den einzelnen Themen nicht im Detail alles nochmal lese, was ich zu den Bereichen angelesen mir habe. Zum Beispiel, wenn wir jetzt angucken, gerade das Thema Mogulen, also da habe ich halt einen Haufen Bücher, The Indian Mutiny, das ist über den indischen Aufstand gegen die englische Herrschaft, The Making of the British India, Lawrence James, Raj, heißt das Buch, Geschichte Indiens von der Induskultur bis heute, dann haben wir ja noch einen ganzen Haufen andere, The Last Mogul, The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857, das britische Empire, Geschichte eines Weltreiches, The Mughal Throne, The Saga of India's Great Emperors und Persia in the Great Game, hängt nur mittelbar ein bisschen mit Indien zusammen. Jedenfalls, das sind ein Haufen Bücher, die ich im Laufe der Jahre gelesen habe. Die kann ich jetzt nicht alle nochmal von vorne sozusagen durchkämmen und aufarbeiten für das Video für euch. Also müsst ihr euch damit begnügen, dass ich sozusagen aus dieser Lektüre in der Lage war, sozusagen Ketten zu bilden an Ereignissen, an Zusammenhängen und die dann kurz aufarbeiten und gegebenenfalls dann eben auch nachschlagen in Vorbereitung auf das YouTube-Video. Aber wie gesagt, ich setze mich hier nicht stundenlang hin und recherchiere. Deswegen, wie ich eingangs sagte, eher die Breite ist das Ziel dieses Kanals und nicht die Tiefe. Gut, zweiter Einfluss auf die Gestaltung des Kanals ist das, was ich aktuell lese. Das bestimmt natürlich sehr unmittelbar das, was ich erzählen werde. Jetzt habe ich zum Beispiel mit Freude habe ich gehört, dass in 2 Tagen ein Buch über die Geschichte der Mathematik in einem renommierten Wissenschaftsverlag erscheinen soll. Ich hatte mir vorgenommen, Indien, unser letztes Thema, auf dem Weg über die Null, also über die mathematische Null zu verlassen und die Geschichte der Null kurz nachzuzeichnen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt auch mit meinen Bordmitteln machen werde oder ob ich jetzt noch abwarten werde, bis dieses Buch über die Geschichte der Mathematik, auf das ich mich sehr freue, herauskommt. Ähnliches ist, heute habe ich mir ein Buch gekauft über die Wikinger. Vielleicht ist in nächster Zeit mal sozusagen eine Verknüpfung zu den Wikingern möglich. Und so ergänzt sich eben das Aktuelle etwas mit dem, wie soll ich sagen, Basiswissen, das ich mir im Laufe der Zeit angelesen habe. Gut, dann vielleicht noch zum Thema, wieso heißt der Kanal der Doc und wieso heißt er eigentlich nicht wirklich so. Der Doc ist mein Spitzname in meiner beruflichen Tätigkeit und den wollte ich eigentlich für diesen Kanal offiziell verwenden, diesen Namen. Aber ich war nicht in der Lage, sozusagen den Namen einzuspeisen in den offiziellen Header dieses Kanals. Also insofern heißt er eben Joachim Schneider, dieser Kanal. Nun gut, es ist so, ursprünglich sollte der Doc heißen. Naja, egal. Ist es vielleicht auch besser, dass ich hier mit meinem richtigen Namen gleich offiziell auftrete, weil ich habe nichts zu verbergen und von daher, warum nicht gleich offiziell so auftreten. Nun zu der Frage, warum keine Kommentare zu den YouTube-Videos möglich sind. Ich hatte mich jetzt im Vorfeld der Konzipierung dieses Kanals, hatte ich mich natürlich auf YouTube getummelt, hatte mir da vieles angeschaut und musste feststellen, dass in den Kommentierungen Ungeheuerlichkeiten stattfinden. Da wird beleidigt, da wird unqualifiziert dahergelabert. Es ist unfassbar, was manche Menschen glauben, sich erlauben zu können, hinter der Anonymität einer E-Mail-Adresse oder einer Adresse für ein YouTube-Konto. Also unfassbar. Und insofern war ich fast angewidert von diesen ganzen, von diesem Teil der Social Media. Also wenn das die Social Media sind, dass man sich da hemmungslos hingibt seinem Groll und seinem Ärger und seinem Hass und
seinen Neigungen ungefiltert, ohne jegliche, wie soll ich sagen, Zurückhaltung oder Vornehmheit oder Manieren. Also das ist natürlich schon ein schwerer Schlag, der eigentlich für jemanden, der nicht so mit diesen sozialen Medien Umgang pflegt, wie ich, der da ein ziemlicher Neuling ist. Also ich war relativ angewidert, so sehr ich mich natürlich auch über positive Kommentare auf den YouTube-Videos oder zu den YouTube-Videos freuen würde. Ich möchte mir das nicht antun, dort in den Kommentaren aufs Übelste beschimpft zu werden. Und das war mein Eindruck durchgängig der Fall bei den Kommentierungen zu YouTube-Videos. Und das Schlimme ist eben, ein unqualifizierter, negativer, hasserfüllter, hämischer oder sonst wie disqualifizierender Kommentar macht im Grunde genommen 10, 20, 30 positive oder abgewogene oder durchdacht kritische Kommentare einfach zunichte. Also ich will mir das einfach nicht antun, habe ich auch gar nicht nötig. Also warum soll ich da um die Kommentierungen buhlen? Das möchte ich nicht tun, wenn damit verbunden ist, dass sich jeder Schwachmat hier zu meinen Videos öffentlich äußern kann. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Ich werde diese E-Mails, die dort eingehen, in regelmäßigen Abständen durchsehen, und vielleicht sind da Anregungen dabei oder Kritik oder Lob, oder über Lob freue ich mich natürlich auch sehr und über konstruktive Kritik natürlich auch. Also das werde ich mir anschauen und dann sicher die ein oder andere Anregung daraus dann entnehmen. Ursprünglich war ich von diesen YouTube-Kommentaren so entsetzt, dass ich dachte, naja, eigentlich will ich auch nicht mal eine E-Mail-Adresse angeben. Die Leute, wenn sie wirklich was am Herzen haben, sollen ein Stück Blatt Papier in die Hand nehmen und mir schreiben oder sich an den Computer setzen und mir einen Brief schreiben. Nun, das ist so viel zu dem Konzept dieses Kanals. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin gespannt. Bisher ist die Resonanz ganz positiv. Ein paar Abonnenten haben sich gemeldet, ein paar Freunde haben Lob, wie gesagt, gespendet, und da bin ich sehr froh und dankbar, weil man ist doch immer sehr unsicher, gerade wenn man sich auf so ein völlig neues Terrain bewegt, ob das, was man da so zaubert, auch Anklang findet. In regelmäßigen Abständen werde ich immer wieder mal, wenn es was Neues gibt, zur grundsätzlichen Gestaltung des Kanals, mich melden über die Rubrik Stand der Dinge, und soweit wollte ich euch erstmal einen Zwischenstand geben. Vielen Dank und schaut weiter zu. Bis dann. Tschüss.